Der SC Potsdam hat es zum zweiten Mal geschafft. In der zweiten Begegnung mit dem VC Neuwied 77, das Nachholspiel aus der Hinrunde, gab es wieder einen 3:0 Erfolg. Die diesmal komplett umgestellte Mannschaft aus Potsdam spielte sich im ersten Satz regelrecht in einen Rausch. Valeria Papa, an diesem Tag die Topscorerin, sorgte mit dem 25:13 für den ersten Satzgewinn. Im zweiten Durchgang wurde es etwas knapper. Doch ein Block von Madison Lilley beendete den Satz. 25:19. Der SC Potsdam führte mit 2:0. Im dritten Durchgang lag Neuwied zwischenzeitlich sogar vorne. Doch Spielerinnen wie Valeria Papa, Tatjana Bokan und Annette Nemeth zeigten all ihre Routine. Letztlich führte ein Fehler von Taylor Slova zum 25:21. Durch den Sieg rückt der SC Potsdam auf Rang 2 der Tabelle vor. Im nächsten Spiel reist das Team von Guillermo Naranjo Hernandez zum Tabellenführer nach Stuttgart.